herzlich willkommen im Museum Kunst der Westküste. Ich stehe hier in der Ausstellung Made on Fur, Fotografie aus dem Artist in Residence Programm, vor einer ganz neuen Arbeit von Thomas Wrede. Thomas Wrede ist einer von drei Künstlern, die hier ausstellen. Das ist außerdem Elina Bruterus und Nicole Arland. Ich bin Christiane Morsbach, Vorstand im Museum Kunst der Westküste und eben auch Kuratorin des Artist in Residence Programms. Wir haben jetzt erstmals eine Ausstellung mit drei Künstlern als Gruppenausstellung choreografiert und zeigen eben Ergebnisse, die in den letzten 5 Jahren hier auf der Insel entstanden sind. Das hier ist eine spektakuläre Arbeit, die ich Ihnen sehr ans Herz lege, im Original zu sehen, natürlich auch alle anderen, aber ich glaube, auch die Kamera kann transportieren, wie toll das ist und wie verfremdet die Landschaft wird durch die Künstler, hier am Beispiel Thomas Wrede. Niemals würden Sie erkennen, wenn Sie es nicht wüssten, dass diese Fotografie auf Föhr entstanden ist. Und das wollen wir Ihnen zeigen, indem wir eben junge Künstler auf die Insel holen, immer wieder, und hier auf der Insel neue Kunst entsteht. Ich lade Sie also ein, durch diesen 3D-Rundgang zu laufen, zu flanieren. Es gibt so viel zu entdecken in dieser doch recht kleinen Räumlichkeit hier, aber dicht an dicht hängen hier, finde ich, ganz tolle Einzelstücke, angefangen bei den kleinen Arbeiten von Nicole Arland, die sie mit einer selbstgebauten Kamera gemacht hat. Das sind Polaroids, bis hin zu dieser großformatigen Arbeit. 3D-Rundgang, der wird andauernd erweitert, auch mit weiteren Talks aus dieser Ausstellung.